Hallo, herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal hier. Und der Fenrir ist da. Seit langer Zeit lässt er sich mal wieder hier sehen. Ja. Denn die Spiel kommt nicht. Genau. Die Spiel kommt nicht, die Spiel fällt leider aus. Aber es kommt die Spiel digital und es gibt Neuheiten. Und wie jedes Jahr machen wir halt ein Video zu Neuheiten, die uns persönlich interessieren. Wir stellen also nicht alles vor, was es hier so an Neuheiten gibt oder was auch nur ansatzweise interessant sein könnte für euch. Sondern eben nur ganz speziell für uns, was wir uns angucken, was wir spannend finden. Ja, und ihr kennt das, ein paar Sachen. Ihr kennt das Spiel im Grunde ja, ne? Ja, erstmal schön wieder hier zu sein. Ja, freut mich auch, wirklich. Also ich habe schon ein bisschen Entzug gehabt. Ja, ich habe versucht, mich einigermaßen herzurichten, einigermaßen fit auszusehen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt in einem Kommentar, das ja kurz erwähnt, ich bin vor kurzem Papa geworden. Das ist eine sehr schöne Sache, aber auch eine sehr schlafraubende Sache. Deswegen hoffe ich, dass ich einigermaßen fit rüberkomme. Ja, dir sei alles verziehen. Ich bin schon vor langer, langer Zeit Vater geworden und habe immer noch zu wenig Schlaf. Ja, gut, immer wird es wieder schlimmer. Ne? Genau. Dass die Spiel dieses Jahr ausfällt, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich hätte wahrscheinlich sowieso diesmal deutlich kürzer treten müssen. Also ich wäre auf jeden Fall gefahren, aber ob ich jetzt 4 Tage durchgezogen hätte, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das hätte ich meiner Frau jetzt nicht angetan, dass sie sich 4 Tage allein um den Kleinen kümmern soll. Gibt doch Großeltern, mein Gott. Ja, dafür ist er noch ein bisschen zu klein. Ah, stimmt. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, jetzt spieldigital, bin ich mal gespannt, wie viel ich dann davon mitbekommen werde, weil ich dann zu Hause bin, dann zu sagen, oh nee, jetzt nehme ich den Kleinen aber nicht, jetzt muss ich Video gucken. Ja, wird sich zeigen, wie ich dann da zurechtkomme. Keinerlei Vorfreude auf diese ganze Veranstaltung, das ist irgendwie nichts. Sehr, sehr begrenzt, muss ich sagen. Ich meine, ich werde mal reingucken, bin gespannt, was sie sich haben einfallen lassen, ob man da irgendwas mitnehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, an einigen Stellen, also gerade wenn es darum geht, wirklich so in so ein Spiel reinzuschnuppern und das genauer erklärt zu bekommen, könnte ich mir sogar denken, dass das effektiver ist, das so zu machen. Weil auf der Spiel selber ist es ja doch sehr hektisch und ich kriege da sowieso immer nur die Hälfte mit, wenn mir da versucht, einer was zu erklären. Also ich bin eher so jemand auch, ich gucke mir das an, wie das aussieht und kauft dann immer so mehr so aus dem Impuls heraus, oh, das gefällt mir am Brett, so wie das aufgebaut aussieht, das Material sieht schön aus, das Artwork ist schön. Meistens habe ich mich ja vorher schon in gewissen Rahmen, soweit es geht, informiert, was das Spiel ungefähr so macht. Das ist also, ne, da erhoffe ich mir eigentlich sogar ein bisschen mehr Info diesmal. Auf der anderen Seite fehlt halt dieser Kaufreflex, also ich bin mir nicht sicher, wie viel ich am Ende wirklich dann, also man muss man das ja irgendwie bestellen und dann ist ja die Frage. Also gerade ich habe zuletzt mir eigentlich mal gerne die Spiele gekauft auf der Spiel, die ich jetzt sonst nicht bekommen hätte. Das ist irgendein kleiner ausländischer Verlag. Die haben eine kleine Auflage und die kriegst du auch nirgendwo hier bei irgendeinem Versandhändler. Oder wenn dann, wenn du Glück hast, mal bei einem ganz speziell oder so. Da habe ich meistens zugeschlagen. Ich glaube, Versand macht jetzt eigentlich auch wenig Sinn. Ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwie ein Spiel aus Pusemuckel zukommen zu lassen mit 100 Euro Versandkosten oder so. Ja, das stimmt wohl. Auch viele Spontankäufe werden natürlich wegfallen, wo man sich dann denkt, ah, hier Angebot, wolltest du schon immer mal haben oder ist vielleicht ganz nett. Ich werde wahrscheinlich nur einen ganzen Bruchteil ausgeben. Allerdings, was sagst du denn zur Spendenaktion? Spendest du das, was du sonst an Eintritt gelatzt hättest für die digitale Version? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da sowas gibt. Das nehme ich auch schon mal für die Liste vorweg. Ich habe versucht, es so gut es geht, mich zu informieren. Aus genannten Gründen bin ich etwas schlechter informiert als sonst vielleicht. Ja, kann man aber machen, werde ich auf jeden Fall tun. Also du hast dann quasi, dass sie so ein Spendenkonto haben, dass normalerweise hätte ich meine x Euro Eintritt bezahlt. Nein, ich sage es jetzt für mich so, du kannst da auch 50 Euro spenden oder was weiß ich, wie du lustig bist. Aber wenn ich mir dann so sage, ja komm, das, was ich so für die Eintrittskarte ausgegeben hätte, zumindest für einen Tag oder so, kann man ja mal machen. Na, denn die werden natürlich jetzt nicht so, die werden überhaupt nichts großartig einnehmen. Es ist ja frei. Ja. Und da stellen die es einfach als Ersatzleistung auf die Beine und das kann man ja durchaus honorieren. Und man möchte ja auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Spielemesse haben. Sehen einige Leute auch anders, kann ich verstehen, aber warum? Ist ja meine Sache. Ist ja eine freiwillige Geschichte. Ne? Genau, das ist ja eben. Ja. Ja, hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder alles normaler läuft. Ja, ich gehe davon aus, doch. Wissen kann es niemand, hoffen wir das Beste. Ja, zur Not übernächstes Jahr. Ansonsten habe ich eine sehr, sehr schlanke Liste, muss ich sagen. Übersichtlich. Ja, es kommen auch irgendwie nicht so wahnsinnig viele Neuheiten, oder? Also
Ich glaube, das ist dieses Jahr auch einfach ein bisschen zerfaserter so insgesamt. Genau, weil man sich nicht auf diesen Spielerscheinungsdatum... Genau, ist nicht so dieser Stichtag, der sagt, da... Ne? Also ich weiß, ich hatte zum Beispiel auch bei BGG ist immer so meine Hauptinformationsquelle, die haben eigentlich immer eine schöne Liste. Die war dieses Jahr auch nur halb so lang wie sonst, weil die das diesmal auseinandergezogen hatten. Die hatten das für Gen Con, also sie haben das quasi monatsmäßig von Neuerscheinung Juni bis September oder so und dann September, Oktober für die Spiel. Und ich hatte auch ein paar Spiele von der anderen Liste, aber ich weiß nicht mehr, wo ich mir das notiert habe, weil bei BGG war es nicht mehr einsehbar. Und irgendwo hatte ich es mir auf ein Blatt Papier aufgeschrieben. Das heißt, die da drauf waren, die jetzt nicht mehr auf der anderen Liste drauf waren, die fallen jetzt hinten rüber. Pech. Ja, ich habe tatsächlich auch Dinge hier drauf geschrieben, die ich erwähnen möchte, die jetzt nicht unbedingt zur Spiel kommen. Also entweder, weil sie schon vorher, also schon längst draußen sind, aber eine Neuheit dieses Jahres darstellen. Oder aber, weil sie es wohl nicht rechtzeitig zur Spiel digital schaffen werden. Aber dann... Ja gut, wenn es dann einen Monat später kommt, ist ja jetzt in dem Fall sowieso ein bisschen Wumpe. Also dann wartet man halt ein bisschen länger. Ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt da diese Veranstaltung explizit nur besucht zum Kaufen. Gut. Okay, dann fangen wir einfach mal lange an. Vorrede. Genau. Legen wir doch mal los. So, wie wollen wir beginnen? Ja, ich glaube, wir haben praktischerweise beide nach Verlagen sortiert, ne? Also mit A. Also ich habe zwei mit Buchstaben. Mit Buchstaben. Oh, geht gut los. Mit Zahlen natürlich. Das heißt, ich fange erstmal an. Von 25th Century Games, Jurassic Parts. Das ist ein eher... kleines Spielchen, so ich denke mal eher so Richtung Familienspiel plus vielleicht ein bisschen. Es sah sehr süß aus, also es läuft darauf hinaus, dass man im Grunde mit Chiseln, also Meißeln, so Routen legt, um dann so Felsblöcke auseinander zu spalten, wo sich Fossilien drin befinden. Dann hat man so Set Collection und muss dann halt Dinosaurier-Skelette dann zusammensammeln. Hat ein schönes Artwork, ist auch einen kleinen Fußabdruck am Tisch, also ist alles sehr, sehr schön, um das eventuell mit einer Familie zu spielen oder so. Also ich habe so, warum komme ich auf die Idee, dass eventuell ich solche Spiele mehr gebrauchen könnte in Zukunft? Ja, ne? Ist noch ein paar Jährchen hin, aber... Genau, aber ich habe es auch gesehen, mich ist das bisher jetzt nicht so angesprochen. Ja, es war jetzt auch eher so ein günstiges Spiel, so roundabout 30 Euro, glaube ich, kosten... Fand ich charmant. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben, aber das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist, glaube ich, aktuell auch nur auf Englisch erschienen, was bei dem Spiel, glaube ich, auch egal ist. Wollte ich mir mal anschauen, ob die da nochmal so eine kleine Präsentation machen. Ich fand es halt einfach irgendwie, es spricht mich an. Ich mag das Thema gerne, da kommt noch eins, das finde ich noch viel cooler zu dem Thema. Aber hatte halt, wie gesagt, einen charmanten Charakter für mich. Deswegen ja gut, gucke ich mir das mal an. Also ich habe auch so, ich fange mal mit Amigo an. Das ich habe noch eins mit einem Buchstaben. Dann mache. Aber danach darfst du mit Amigo. 2F. Oh. 2F. Die Grünen. Genau, die Grünen haben es auch mal wieder auf meine Liste geschafft. Fayum. Ich glaube, Fayum heißt das. Das ist, jetzt ein bisschen Exkurs. Das ist wohl ein Nilbecken in Ägypten. Ich glaube, ist das die Wiege der ägyptischen Zivilisation? Ich weiß es nicht ganz genau. Ist ein Deckbilder, natürlich von Friedmann Friese. Ne? Hat so ein bisschen, hat er den Marktmechanismus von Power Grid, Funkenschlag, geerbt. Und ist halt so ein Twist mit dem Deckbuilding, dass du halt zwar Deckbuilding als Mechanismus angegeben hast, aber eigentlich ist es eher ein Ablagestapel-Management-Spiel. Weil du Karten, die du kriegst, werden halt auf die Hand genommen, werden ausgespielt und du nimmst immer nur Karten wieder von oben zurück. Das heißt, die Reihenfolge bleibt auch gleich, in der du die gespielt hast. Ne? Das heißt, du musst dann halt, versuchst dann halt deine schlechten Karten unten in den Ablagestapel zu kriegen, damit du die nicht wieder nachziehst. Das ist so der Twist bei dem Spiel. Ja, ist ansonsten von der Optik her grundsolides Eurogame. Ne? Ist jetzt... sogar ein bisschen auf der thematischeren Seite. Also man baut tatsächlich Dinge aus auf dem Brett und so. Also es ist nicht nur Würfel verschieben. Naja, also auch nicht so mein Fall. Zumal ich jetzt in letzter Zeit von 2F
nicht so begeistert war, muss ich sagen. Das war doch so, ja, so. Ja, ja, ich war auch, deswegen habe ich auch mit mir gehadert. Aber das wirkte auf mich so, als wenn das tatsächlich wieder auch ein schwergewichtigeres Spiel von denen wäre. Jo, jetzt darfst du mit Amigo. Ja, das ist Monster Expedition. Das ist ja hier in derselben Welt wie hier Carnival of Monsters. Das ist gar keine Erweiterung. Das sah so wie eine Erweiterung aus dafür. Nein. Okay. Das ist tatsächlich ein eigenständiges Spiel. Ist auch nicht von Richard Garfield, sondern von Alexander Pfister. Oh. Das ist eigentlich die Sache, die mich an sich nur daran interessiert hat. Aber er hat doch bis jetzt eh noch nichts Gutes gemacht. Ja, das ist, ne, war wie funktioniert jetzt das? Also, dass man quasi sich die Welt, die Thematik einfach, ja, klaut und dann ein anderes Spiel dazu macht. Ja, meine Erwartungen sind da wirklich bescheiden, sage ich mal. Also, wir fangen ganz tief an und dann stapeln wir uns so nach und nach hoch in dieser Liste. Ja. Denn das will ich mir nur mal kurz angucken. Das ist jetzt also noch nichts, was mich so brennend interessiert. Aber gut, es ist auch nicht so, dass es mich komplett kalt lässt. Und insofern, ja. Mich überrascht gerade nur, ich habe das Bild vor Augen und das sieht halt 1:1 aus wie das Artwork von, wie hieß das noch gleich? Carnival of Monsters ist aber jetzt hier nicht so mit Rafting, sondern eher so mit Würfeln und so. Oder haben die einfach nur ein altes Bild genommen, haben das dann als Platzhalter für die neue Verpackung gemacht? Nein. Das Design sieht schon alles sehr ähnlich aus, weil es ja eben dieselbe Welt auch sein soll. Ich habe es ja nicht genau gelesen, ich hätte gewettet, da ist eine Erweiterung dazu. Nein. Okay. Also sollte ich ja ganz großen Unsinn erzählen, schreibt es in die Kommentare, aber ich verstehe, es ist keine Erweiterung dazu. Nein, das ist ein eigenständiges Spiel. Auch eigenständige Mechanik, aber eben dieselbe Welt und man geht auch eben auf Monsterjagd. Ich hätte als nächstes was mit B. Ja, dann kann ich ja weitermachen mit A. Denn ich bin natürlich bei Asmodee, obwohl jetzt ist die Frage, ich sag's einfach mal, Asmodee. Arkham Horror 3 bekommt eine neue Erweiterung. Habe ich gesehen, ja. Ja, und da schlage ich natürlich zu, ich bin natürlich Fan des Spiels. Wir haben es ja letztens auch gespielt, hier mal wieder. Mhm. Und grandios verloren. Ja, verlieriger kann man kaum verlieren. Ja, aber... Es macht tatsächlich trotzdem immer wieder Spaß. Es macht Spaß zu verlieren. Ja. Wir haben natürlich auch Fehler gemacht, ne? Aber ganz Ich würde nie Fehler machen. Nie. Wir haben Leute dabei gehabt, die haben das Spiel zum ersten Mal gespielt und da ich ja nicht jetzt so den Alpha-Gamer raushängen lassen will, ist das ja vollkommen in Ordnung. Man muss sich aber bei diesem Spiel durchaus extrem absprechen eigentlich und dann läuft es im Prinzip darauf hinaus, dass Neulinge sagen, ja, warum sitze ich hier eigentlich? Hätte dann mein Charakter ja gleich spielen können. Insofern ist schon okay, man muss sich so ein bisschen reintasten. Gefühlt ist es bei dem noch krasser, dass man... dass man sich in Dingen verliert, die man gerade Schönes machen möchte und vergisst, was man eigentlich tun soll. Das ist so ein Prinzip, was eigentlich mit allen Arkham-Spielen, allen Mythos-Spielen, die diese Art Spiel sind, also Arkham, altes, Eldritch und das neue Arkham, man verliert sich in Charakter aufpowern und irgendwie coole Sachen machen und vergisst, dass man irgendwie noch Hinweismarker braucht und so ein Kram. Ja, da bei dem jetzt speziell ging es ja da eher um die Verderbensmarker, dass wir die nicht rechtzeitig entfernt haben. Und auch natürlich die Monster. Wir haben die Monster nicht genug entfernt. Wir haben, obwohl wir es vorhatten, zu wenig Hinweismarker zu spät angefangen, die wirklich zu sammeln. Ja, aber in dem Fall, um nochmal was zu der Erweiterung zu sagen und nicht zu unserem Spielerlebnis, interessiert ja auch keine Sau. Da geht es halt jetzt tatsächlich auch mal raus. Also es wird Innsmouth geben und Kingsport. Dargestellt auch durch neue Planteile und natürlich ein ganzer Satz Karten, neue Charaktere, mehr von allem im Prinzip. Ist auch eine große Erweiterung. Ja, was habe ich denn? 150 Karten, das ist ja schon ein Batzen. Das haben andere als Grundspiel nicht, ne? Ja, also ist jetzt die Frage, das wird sich natürlich auch aufteilen, die kleinen Teile mit neuen Gegenständen, da hat ja jeder Charakter auch nochmal 3 Karten und so weiter, aber es werden natürlich auch neue Begegnungen entsprechend für die neuen Spielplanteile da sein, muss ja. Insofern, da wird eine ganze Menge zusammenkommen. Schöne Abwechslung. Ich bin gespannt, ob es mal wieder was vom Ansatz her ganz Neues gibt. Das hat ja schon die kleine Erweiterung gebracht. Ja, das erzählt, dass es quasi, dass man im Grunde ein anderes Spiel hatte dann. Ne? Aber es war schon mal... Der Ablauf ist ein ganz anderer. Vom Ablauf viel Neues drin. Ne? Und insofern bin ich mal gespannt, ob mich das auch überraschen kann.
Ja, und natürlich Pandemic Legacy Season O oder Zero. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin durch Season 2 nicht durchgekommen mit der Familie. Da lag aber nicht an mir. Aber gut, dennoch finde ich interessant, was die sich da jetzt ausgedacht haben. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wahrscheinlich auch holen und wahrscheinlich auch anspielen. Dann werden wir mal sehen, wie weit ich komme. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch mal mit unserer Runde so einen Versuch. Ja, wir müssen ja auch Season 1 mit denen immer noch spielen. Das haben wir ja zumindest wir beide mal gespielt in einer anderen Runde jeweils. Ja, na, das ist der Grund, warum es bei mir auch nicht mehr drauf gelandet ist, weil diese Legacy-Spiele haben halt einfach den Nachteil, es wird denen ja mal nachgesagt, ja, man kann man die irgendwie 13 Mal spielen und dann sind die ja durch und so. Wenn ich mal alle Spiele, die ich habe, 13 Mal gespielt hätte, ne? Also ich habe Probleme, 13 Partien von einem Spiel durch zusammenzukriegen, ne? Ja, ich meine, bei alten Spielen klar, aber das Problem bei Legacy ist ja auch, du kannst ja jetzt nicht 5 Jahre Pause zwischen den einzelnen Teilen machen. Ja. Dann also sinnigerweise bräuchte man wirklich dann eine Runde, wo man dann sagt, komm, wir machen jetzt wirklich, wir ziehen das durch, ne? Einmal die Woche oder so, wenn es irgendwie einrichtbar ist. Genau. Ja. Also, Season O spielt tatsächlich vor 1 oder 1. Das ist ja absurd. Und dann hätten wir 1962 im Kalten Krieg, ne, dann als CIA-Agentin, und natürlich ist die böse Sowjetunion verantwortlich für das Virus. Da wird auch angedeutet, dass die irgendwie für das, wie hieß das Ding nochmal, Coda, ne? Genau, für das Coda-Ding, da haben die schon dran gearbeitet, war aber irgendwie nicht waffenfähig, aber irgendwas wird ja passiert sein, dass es dann doch ausgebrochen ist. Ne? Ja, jetzt geht es auf jeden Fall um Medusa und ja... Also ich habe noch sonst mir nichts Genaueres angeguckt. Nee, möchte man ja eigentlich auch dann gar nicht so genau wissen. Ne? Setting ist Pandemic. Ne? Ich hätte noch nicht mal Setting gebraucht, so als Spoiler, wobei es spoilert jetzt nicht wirklich was. Ne? Man will ja schon wissen, worum es geht. Ne? Ich finde es, klar, auch spannend. Habe es jetzt bei mir nicht drauf, weil es für mich definitiv jetzt kein Kauf ist. Ich habe auch die Season 2 schon nicht gekauft. Weil mir die Gruppe dafür fehlt. Wenn, dann müssen wir das in unserer Runde schaffen irgendwie und dann würden wir uns eher absprechen, dann reicht ja eins. Genau. Wie heißt die Sprache der Inka? Ach, das, ja, hat den Namen. Tawantinsuyu, The Inca Empire von Board and Dice. Ja, ich habe mir als Stichwort Worker Placement Clusterfuck aufgeschrieben. Fuck, ist gut. Das ist ziemlich genau das, was das Spiel macht. Das ist halt ein Worker-Placer, der es auf die Spitze treibt mit finde das perfekte Einsatzfeld. Also es ist ultra abstrakt, das Ganze. Man spielt in so einem, also man hat so ein pentagonförmiges Spielbrett mit so verschiedenen Bezirken, die sich dann so untereinander aufbauen. Und überall sind Einsatzfelder. Ich weiß nicht, wie viel waren es? 50 Stück oder noch mehr. Der Witz ist auch, dass die, wenn die einmal belegt sind, belegt bleiben. Es gibt, glaube ich, gewisse Situationen, wo manchmal Worker wieder zurückgenommen werden. Aber normalerweise bleiben die eingesetzten Arbeiter auch auf den Feldern. Und die Aktionen, die man auslöst, haben halt auch damit zu tun, wie viele Arbeiter drumherum stehen. Das heißt, von einer Aktion bis 7 Aktionen ist da alles möglich, je nachdem, wo man jetzt was einsetzt. Da muss man natürlich auch mal noch gucken, dass man da, wo man hin will, überhaupt einsetzen kann, weil man die Ressourcen hat, die man dafür braucht, um einsetzen zu dürfen. Weil oben auch noch ein eigener Priester drumherum läuft, der dann auch nochmal angibt, wo man was hinsetzen darf. Also es ist, das Spiel hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir überschütten den Spieler mit Optionen und entscheide was. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch so ein furchtbar Kimmzug-lastiges Spiel. Also Analyse-Paralyse. Grübelstarre. Eine Grübelstarre. Also es ist, glaube ich, so ein Ding, muss man mögen. Ich wollte es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich finde es von der Idee her schon ganz witzig. Mir ist es ein bisschen zu unthematisch tatsächlich. Also klar, ich bin ein Freund von Eurogames, aber ich mag Eurogames, wenn die durchaus ihr Thema auch irgendwie so ein bisschen aufgreifen. Das wirkt schon wirklich eher wie so ein abstraktes Puzzle. Das ist tatsächlich bei mir rausgefallen. Ich habe aber darauf spekuliert, dass du es sowieso auf der Liste haben wirst. Ja, generell das Thema, auch wenn es jetzt deiner Meinung nach nicht durchkommt, aber generell interessiert mich nicht so sehr. Und ich bin vorsichtig bei so unüberschaubaren Euros. Ja, und ich noch mehr Mechaniken, um es noch komplizierter zu machen, muss nicht sein. Nee, eigentlich nicht.
Ich bin halt gespannt. Ich fand es halt eine nette Idee. Ne? Also wenn irgendwo Worker Placer draufsteht und irgendwas anderes passiert als normal, dann bin ich bin sowieso immer dabei, wenn da Worker Placer draufsteht. Ich glaube, meine Liste besteht fast nur aus Worker Placer. Nein, nicht nur, aber sind ganz viele Worker Placer drauf. Ja, also ist auch ein Mechanismus, der mir nach wie vor Spaß macht und der mir gefällt. Und eigentlich sollte es mir auch gefallen. Und wahrscheinlich, wenn ich es dann erstmal am Tisch habe, dann wird es mir vielleicht auch gefallen. Aber ich bin auch noch skeptisch, ob das wirklich Spaß macht am Ende, muss ich ganz klar sagen. Also ich werde es mir jetzt nicht holen, aber wenn es irgendwo mal mir unterkommt, spiele ich sicherlich gerne mal mit. Also so weit würde ich da schon gehen. Dann habe ich was mit C. Ja, ist auch immer die Frage, welchen Verlag man jetzt hat. Ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich immer die Englischen erwischt, aber das ist derselbe im Deutschen und Englischen. Und zwar? Czech Games Edition. Das ist ja die Frage, ne? Also, aber rede weiter. Lost Ruins of Arnak oder auf Deutsch dann die verlorenen Ruinen von Arnak. Genau, und das wäre nämlich auch mein Titel. Habe ich mir auch gedacht, dass du das auch drauf haben wirst. Aber ist doch im Deutschen auch von CGE, oder? Ja, Heidelberg Games. Ah, okay. Ja. Für die Lokalisierung. Ne? Ja, die bei BGG ist es halt in allen Varianten von denen gelistet, aber macht Sinn, ja. Genau. Die Heidelbeeren haben ja jetzt, finde ich auch, glaube ich, ganz, ganz clever, dass die wieder sich ein paar gute Lizenzen gesichert haben, dass sie das lokalisieren. Ich glaube, wenn man mal so ehrlich ist, ich weiß gar nicht, was war denn überhaupt Spiele, die von denen wirklich selber waren? Also eigentlich war es immer nur die Fantasy Flight Sachen, die übersetzt haben, die in Deutschland wirklich gut liefen, ne? So aus meinem Bauch aus. Also auch, nicht nur Fantasy Flight, die haben auch schon... Ja, aber ich meine, früher als die so... Auch früher haben die auch schon CGI Sachen gemacht. Ja, schon. Ja klar, hier, was sind hier denn? Susie Edels und sowas. Steht da Heidelberger drauf? Da ist auch Heidelberger. Gott, ich habe die immer nur als CGI im Kopf gespeichert. Ja, also... Okay, aber gut, dass sie sich das wieder gesichert haben. Gut, dass wir eine deutsche Version davon kriegen. Ja, ist tatsächlich für mich das Spiel, auf das ich, also da bin ich am meisten gespannt darauf. Das ist auch das, wo ich am ehesten sagen würde, das kaufe ich mir sogar. Also ich glaube, das könnte sein, dass ich mir sogar heute noch bestelle, einfach mal vorbestelle. Ja, finde ich total spannend. Also ist halt eine coole Mischung. Ich mag halt das Thema, dass man halt irgendwo auf so einer Insel was erkunden soll. Man hat Deckbuilding drin, Ressourcenmanagement, also alles coole Sachen. Worker Placement hast du. Worker Placement natürlich, genau. Ja, es geht immer davon aus, welches Spiel da. Ich sag immer, wenn es keiner ist. Ansonsten geht immer davon aus, dass das mit drin ist. ziemlich coole Mischung aus Mechaniken, die mir gefallen. Super schönes Artwork, wie ich finde. Also, das wirkte auch sehr schön alles. Ist ein bisschen teuer insgesamt, aber geht noch. Ja, es ist schon teuer, aber. Ja, das ist halt leider... Viel cooles Zeug drin. Ja, wenn das halt schön aussieht und viel Material hat und so, dann wird es halt in der Regel auch teuer. Das ist halt so. Man muss, also die Schmerzgrenze wandert stetig nach oben. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ne? Also, ich weiß ja nicht. Vor 10 Jahren, wenn du mir einem gesagt hättest, ja, zahl mal 100 Euro für ein Spiel, was jetzt keine Miniaturen hat oder so, wäre schon schwierig, oder? Würde ich heute noch nicht bezahlen für ein Spiel ohne Miniaturen. Ich würde generell keine 100 Euro für ein Spiel ausgeben. Ja, doch. 99,99. Ich glaube, das Maximum, was ich bisher für ein Spiel ausgegeben habe. Dann muss aber auch Splotter draufstehen. Dann bin ich bereit, da so viel für zu bezahlen. Dann sieht es nicht mal schön aus. Dann sieht es doch, klar. Das ist eine Frage des Geschmacks. Minimalistisches Design. Genau. Ja. Ansonsten war ja leider noch nicht so wahnsinnig viel über das Spiel zu erfahren. Ja, ist ja häufig so, aber ansonsten, was ich gesehen habe, hat mich auf jeden Fall schon mal sehr angesprochen. Gerade diese Kombination aus Deckbau und Worker Placement, weil ich einfach sehen will, wie das so funktioniert. Genau. Und es sind halt so, wenn du mich jetzt fragen würdest, Lieblingsmechaniken haben wir ja schon mal hin und wieder gehabt, ne, sind beide weit vorne mit dabei. Ich bin ja nicht so ein Freund von Deckbau an sich, aber ich habe ja mittlerweile auch ein paar gute Spiele in dem Bereich entdecken können. Insofern, ja. Ha, entdecken. Ja, genau, ein Entdeckerspiel. Wobei ich finde ja auch das, den Grandfather of Deckbuilding immer noch cool. Also ich mag auch hier... Dominion sehr, sehr gerne. Ne? Ja, als es rauskam, da haben wir das natürlich auch gespielt. Ich finde es heute noch cool. Gesuchtet. Ja, klar. Gibt ja nicht umsonst immer noch Erweiterungen dafür. Also immer noch neue. Ja, aber
irgendwie ist es dann auf Dauer doch ein bisschen öde, weil es nur Punkte weglaufen ist und ja. Ich glaube auch, das ist das coolere Spiel im Zweifel. Ich hoffe es. Ja, was ist bei dir? Ich bin jetzt erst wieder bei K drin. Bei K? Mhm. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. ja, ich glaube, da bin ich jetzt erstmal dran. Jo, jetzt ein Spiel, das ich auf der Liste habe, wo ich, obwohl eine Anleitung draußen ist, da habe ich es einfach nicht mehr geschafft, genauer reinzugucken. Delicious Games ist der Verlag. Praga Caput Regni. Das ist der Hauptgrund ist erstmal, es ist von Wladimir Sukhi. Heißt der Gute so? Ich glaube schon. Einer aus der Riege, der eigentlich bei CGE meistens seine Spiele veröffentlicht. Von dem sind einige coole Sachen aus der Reihe. Von dem ist zum Beispiel hier die... ich komme nicht auf den Namen. Der letzte Wille oder so. Und das andere Nachfolgespiel, was ich noch viel cooler finde. Egal. Kann man nachrecherchieren. Ja, ich finde durchaus ein Autor, wenn der ein neues Spiel hat, dann schaue ich da immer ganz gerne mal drauf. Ich finde, Prag ist eine meiner persönlichen Lieblingsstädte. Ich war mittlerweile, weiß gar nicht, 4-mal in Prag oder so, mehrfach auf jeden Fall. Eine Stadt, wo ich mich immer wieder gerne aufhalte, ist wirklich cool da. Und das Ganze ist halt ein ziemlich knackiges Eurogame, wo man halt Bezirk von Prag auch aufbaut und... da gibt es auch noch so verschiedene Stufen, auf denen man laufen kann. Also so irgendwie, ich glaube, das ist die ist das die Burg, die Prager Burg? Keine Ahnung. Es gibt eine Prager Burg? Es gibt sie definitiv, ja. Das war jetzt meine Überlegung, ob das da war. Ich kann, wie gesagt, nicht genau sagen, was das im Einzelnen alles so tut. Es sieht sehr voll aus, das Brett. Also da passiert viel. Also es ist eher so, glaube ich, auch in die Richtung mindestens mal mit Heavy Euro. Ja, und es ist halt von einem Autor, den ich sehr mag. Die Optik hat mich angesprochen und Prag finde ich halt eine coole Stadt. Das zusammen hat sich für mich zu einem Bild verwoben, dass ich sage, das möchte ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Vielleicht bin ich nicht so ein Riesenfan wie du von Prag. Insofern das ist natürlich bei mir rausgefallen. Aber würde ich auf jeden Fall mitspielen. Ja, das ist so ein Ding, man kann drauf gucken und sagen, yo, not another Eurogame. Ja, eben. Ne? Oder just another Eurogame. Und man guckt da drauf und sagt, oh ja, das sieht familiär aus, ne? Da fühle ich mich gleich zu Hause. Es ist immer so, ne? Dann, das nächste bei mir wäre DLP. Die sind sogar gleich zweimal drauf. Ja, dann. Einmal mit Cloud Age. Ach, das, ja. Genau, das ist nämlich der eine Typ, der bekannt ist, von dem ich noch nichts Gutes gespielt habe. Der Herr Pfister. es ist zum einen ist halt Luftschiffe. Wenn ein Spiel Luftschiffe hat, ist die Chance, dass ich es mir gerne angucken möchte, schon mal groß. Ich mag Luftschiffe. Es hat auch Deckbuilding mit drin. Auch ein Grund, warum ich mir immer gerne Sachen angucke. Es hat mich optisch so semi-überzeugt bis dahin. Es hat so coole Aspekte. Man fliegt tatsächlich über eine Landkarte, wo halt Wolken so drüber sind. Das heißt, man sieht nicht genau, was drunter ist. Und es ist also auch so ein bisschen... Finde die Ressourcen. Ne? Explore. Genau, ja. Ja, auch so nicht unbedingt nur exploren, sondern natürlich auch so ein bisschen Glück dann in dem Moment, ne? Ob man da gut ins Blaue geschossen hat oder nicht. Ja, ist halt so ein Spiel, was so im Gesamtkonzept ist, glaube ich, auch tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das so kampagnenmäßig aufgebaut. Das heißt, da kommen auch im Laufe des Spiels dann mehr Regeln dazu, also es baut sich selber so ein bisschen auf. Hm. Ne? So weit habe ich schon gar nicht da reingeguckt mehr. Ja, also. Ist halt, man muss halt, glaube ich, in Herzluftschiffe haben. Ja, ist ja gut, dass es immer auch unterschiedliche Themen gibt, die uns ansprechen, dass wir dann doch mal auf unterschiedliche Spiele eben aufmerksam werden, die uns dennoch beiden gefallen können. Ja, aber du hast, glaube ich, andere Spiele bisher genannt, wo ich dann eher sagen würde, die würde ich mitspielen. Das wiederum ist jetzt nicht so... Ja, es, wie gesagt, es ist... Hat mich noch nicht so ganz abgeholt. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich würde gern über das Spiel selber noch ein bisschen was erfahren vorher. Ich habe gesehen, es gibt ein Video-Interview mit dem Herrn Pfister. Das Problem ist, ich kann ihm schwer zuhören. Der hat, ich weiß nicht, der hat irgendwie so keine für mich angenehme Erzählstimme. Anders als wir zum Beispiel. ich mach mal schnell weiter mit dem nächsten. Besser ist das. Monasterium. Also Klösters.
Sind die eigentlich dann das Kloster? Ist doch eigentlich Singular? Whatever. Sieht im ersten Moment auch sehr, sehr klassisch nach einem Eurogame aus. Also so ein klassisches Eurogame wirklich. Also wen überrascht? Ja, es ist auch tatsächlich ein schönes Brett. Das ist, ne, handgemalt, alles sieht gut aus soweit. Was halt da das Besondere ist, ist ein Dice Placer. Ist jetzt auch noch nicht die ultimative Innovation. Was ich ganz witzig fand, die Grundidee ist halt, dass es tatsächlich so ein bisschen kniffelmäßig abläuft. Da bist du voll dabei, ne? Ich sehe schon. Krieg immer weniger Lust, das zu spielen. Es ist wohl so, die Aktionen, die du. Du würfelst mit Würfeln, da gibt es dann halt deine eigenen und neutrale Würfel, die dann platziert werden. Und du kannst dann immer alle Zahlen, also alle gleichen Zahlen, auf ein Feld legen. Das heißt, die Fünfer, wenn du jetzt 5 Fünfer hast, dann kannst du alle 5 Fünferwürfel auf das Fünferfeld legen. Dann kannst du diese Aktion 5-mal ausführen, so ungefähr. Oder da liegen 5 Würfel drauf. Wenn es neutrale sind, können auch andere die ausführen. Und danach würfelst du halt weiter. Also musst du jedes Mal einen Würfel rauslegen, irgendwo auf ein Aktionsfeld. Das heißt, du hast so ein bisschen kniffelmäßig noch, wie du deine Aktionen dann nachher nächste Runde machen kannst. Klingt halt erstmal eine lustige Idee. Ich bin mir auch selber absolut nicht sicher, inwieweit das jetzt irgendwie das Spiel besser macht. Ja, also, nee. Da bin ich raus, also da bin ich komplett raus. Ich fand's halt ansonsten optisch, ist ein schönes Euro von Optik her, und ich gehe mal davon aus, das Spiel selber wird halt auch, also man kann auch da die Anleitung sich angucken, ich habe sie grob überflogen, es liest sich wie ein ganz klassisches Ding, also nichts Spektakuläres ansonsten. Das Besondere ist halt dieser Mechanismus, wie die Würfel rausgelegt werden. Ich habe gedacht, vielleicht um den Grosi mal ein bisschen an Worker Placer zu kriegen. Kann ich sagen, guck mal, ist wie Kniffel. Nur ganz anders. So, der nächste Verlag, der ist gleich dreifach auf meiner Liste. Das ist doppelseitig, das Blatt, ja? Das ist doppelseitig, ja. Ja. Ich habe mich schon gefunden. Hast du Angst gekriegt? Ja, das ist irgendwie... So viel steht ja gar nicht drauf. Das ist richtig. Giant Rock. Ganz ehrlich, hatte ich vorher auch, weiß ich gar nicht, ob ich von denen schon mal irgendwas in der Hand hatte oder so. Ich glaube nicht. Das erste Spiel wäre Genesia. Das ist ein Zivilisationsspiel. Das hat mich so ein ganz klein bisschen vom Ablauf her an Blood Rage erinnert. Man draftet halt vorher Handkarten. Man führt seine Zivilisation durch 4 Epochen, fängt in der Steinzeit an und die letzte Epoche ist tatsächlich dann so mit Nanonetzwerken und so ein Kram, also Zukunftstechnologien. Ja, und es ist halt vom Ablauf tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie Blood Rage, ne? Man draftet halt seine Kartenhand für die Runde, spielt die Karten aus, invadiert. Ja. Gut, der Unterschied ist halt, es ist halt eher... du hast keine Miniaturen oder so, du hast halt Chips, die deine Leute markieren, und du hast auch nur eine Einheitenart und man kämpft auch ganz simpel gegeneinander. Dieses, ich mach 2 Chips weg, du machst 2 Chips weg. Also ein deterministischer Kampf letztendlich. Kampf, ne? Ja, ist aber ansonsten, sich auf so einer Karte ausbreiten, Territorien gewinnen, Punkte dafür nachher bekommen. Area Control und du? Ja, ja, das ist, Blood Rage mochte ich es auch gerne. Okay. Das ist, was war das? Das habe ich aber genau. Das wirkt doch da so ein bisschen dauerhafter, so dass du wirklich deine Zivilisation ausbreitest. Ja, es ist glaube ich, bei dem Spiel auch, was ich so rausgehört habe, das kann auch, ist auch eher eins von den bösen Spielen. Also das kann ein ziemliches Hauen und Stechen werden dann. Und weil es halt ein deterministischer Kampf ist, wird es natürlich auch extrem berechenbar. Dass man halt sehr genau vorher sich überlegen kann, okay, da, das, alles klar, dann gewinne ich. Es ist, ne, auch da, ne, Zivilisationsaufbau, der Drafting-Mechanismus, der mir bei Blood Rage so gut gefallen hat. Da gucke ich doch mal genauer drauf. Ja, gut. So, was haben wir als nächstes von denen? Das nächste unaussprechliche Spiel. Naja, nicht ganz so schlimm wie das von gerade, aber klingt ähnlich. Tikhenu, der Sonnenobelisk. Jetzt quasi nicht bei den Inka, sondern bei den Ägyptern. Glaube ich zumindest, ist es ägyptisch. Doch, war ägyptisch, ja. Bin ich mir auch selber sehr unsicher, ob ich das wirklich haben wollen würde und so.
Was halt das, das ist so ein typisches, ein richtig klassisches Punktesalatspiel. Ja. Also es ist wirklich sieben Felder auf dem Brett, wo überall Punkte drin stecken und da gibt es noch Punkte für, dafür gibt es übrigens auch noch Punkte. Habe ich erwähnt, dass es dafür auch übrigens noch Punkte gibt. da ist halt der Clou bei dem Spiel, dass es ist auch ein Dice-Placer oder beziehungsweise eigentlich ein Dice-Taker. Das heißt, man hat diesen zentralen Obelisken, den namensgebenden, der halt einen Schatten wirft und dann hast du halt eine Sonnenseite, eine Schattenseite und zweimal Halbschatten. Und jede Seite ist halt mit einem Feld auf dem Brett verknüpft, wo halt eine entsprechende Aktion bei der entsprechenden Würfelzahl ausgelöst wird. Der Clou ist halt, dass je nachdem, ob das Ding jetzt in der Sonne oder im Schatten liegt, die Zahlen entweder, Gott, auf Deutsch, tainted oder pure, also rein oder verdorben sind. Und man hat so eine Waage, die, wo man die Würfel nachher drauflegt, je nachdem, ob man die, aus welchem Bereich man die genommen hat. Da werden die Punkte halt addiert, die Würfelaugenzahlen. Und dann hat man halt quasi so die, sozusagen die Moralleiste für diese Runde. Und dann je nachdem, wenn man halt, also im Idealfall ist man ausgeglichen, dann das bestimmt nämlich auch, wer als nächstes in der nächsten Runde als erstes dran ist, wer am ausgeglichensten war. Wenn man zur dunklen Seite tendiert, dann gibt es sogar Minuspunkte. Bei der anderen Seite gibt es keine positiven Sachen, sondern man kriegt halt nur keine Minuspunkte. Aber je mehr auf der guten Seite man ist, umso später ist man halt dran, weil das ist tatsächlich symmetrisch dann. Also egal, ob du jetzt einer unten oder oben aus der Balance abweichst, wärst du halt entsprechend gleichzeitig dann dran, oder? Ne? Ja, ja. Aber es ist halt so ein Spiel, das ist eine coole Idee, finde ich. Ob das ausreicht, weil das Spiel selber sieht auch, ne, wie gesagt, Punktsalat und ultra abstrakt. Also, ne, das könnte, glaube ich, auch über alles sein im Grunde, ne? Ja, spricht mich total nicht an, dieses ganze Würfeln und Nehmen und Tralala, finde ich einfach in der Regel nicht schön. Du würfelst deine Würfel lieber, um andere anzugreifen. Zum Beispiel, ne? Ansonsten wähle ich einfach Aktionen ohne da irgendwelche Würfel, ja, die unnötige, unberechenbare Elemente reinbringen. Und manchmal bauscht sich das so auf, ja, dann sieht es zwar toll aus, aber im Endeffekt, ja, ist es ein Würfelspiel. Ich bin auch kein Riesenfan davon, habe aber festgestellt, dass es durchaus Varianten gibt. Also zum Beispiel bei La Granja, finde ich, funktioniert das super. Da ist es ja aber auch nur ein kleiner Teil des Spiels, ne? Ja, und da ist es quasi, da bestimmen die Würfel nur, welche Aktionen zur Verfügung stehen, die draftet man. Da hätte man auch Karten nehmen können. Aber wenn du da irgendwelche Mechanismen hast, wo dann quasi, weil es kommt drauf an, welche Farbe hat dein Würfel oder wo liegt er oder mit wie vielen liegt er zusammen. Nee, und so in dem Fall ist es tatsächlich, das ist dasselbe Prinzip wie bei La Granja. Okay. Die Würfel liegen zentral am Brett und je nachdem, wo du den wegnimmst, die Aktion führst du aus und musst halt dann, wenn du das hier, ich möchte die Aktion haben, ja scheiße, jetzt liegt er aber auf der Schattenseite. Das heißt, ja, allein das schon finde ich problematisch, wenn du da halt die Aktion brauchst, aber dann, also du wirst quasi ja gezwungen, das zu nehmen. Ne, weil du das eben brauchst, oder du, ja, dann machst du halt die Aktion nicht. Der andere, der konnte sie halt noch machen. Es ist auch nicht mein bevorzugter Mechanismus. Ne? Ich, wie gesagt, ich finde aber trotzdem, dass es am Brett A, was hermacht, ne? B, spannend genug, sich das mal anzugucken. So, das nächste, immer noch von Giant Rock, wäre Venedig. Jo, auch ein Eurogame, erstaunlicherweise. Du arbeitest dich durch die Städte der Welt. Genau. Diesmal allerdings eine Stadt, die mir nicht in irgendeiner Weise besonders am Herzen liegen würde. Wahrscheinlich nicht mehr lange existiert. Genau. Schnell noch spielen, bevor sie weg ist, sozusagen. Ja, ja, erstaunlicherweise ist der Kernmechanismus, hat ja was mit Gondeln zu tun. Ja, es ist halt so ein bewege die Gondel und wo du stehen bleibst, führst du eine Aktion aus. Das ist so dieses Grundprinzip. Wobei du halt selber, also das ist nicht so, dass du würfeln musst, also, sondern du kannst schon bewusst irgendwo hinfahren. Du hast dann halt Gehilfen, die in den angrenzenden Gebäuden platziert sind, die da auch aufsteigen können und je nachdem, wo die dann da sind, entsprechende Aktionen dann für dich bereithalten. Ist an sich jetzt schon kein ganz alltäglicher Mechanismus, aber auch nichts wirklich Neues. Was da jetzt noch das Spannende ist, Grundprinzip natürlich, es ist ein Eurogame, man muss Prestigepunkte sammeln, wer am Ende am meisten davon hat, hat gewonnen. Ich meine mich auch zu entsinnen, das ist mal wieder so oldschool, du hast so eine Grenze an Prestigepunkten, quasi so siedlermäßig, wenn die erreicht ist, oder meinetwegen auch hier Twilight Imperium für die etwas weniger Interessierten für Siedler. X ist die Marke von Punkten, die erreicht werden muss, danach endet das Spiel.
Der Gag ist der, es gibt noch eine Intrigenleiste. Und immer wenn du irgendwo an einem anderen vorbeifährst, dann sieht er dich ja, dass du da irgendwas tust. Und dann startet die Gossip. Wir machen das heute international. Genau, das Getratsche, das Gemunkele. Dass du irgendwas Böses da eventuell im Schilde führen könntest. Und dann bist du halt auf dieser Intrigenleiste, also auf der Verdächtigungsleiste, rutschst du dann weiter ins Schlechte hinein. Und derjenige, der am Ende am weitesten auf dieser Leiste vorangeschritten ist, der fällt dann der venedischen Inquisition zum Opfer. Und dann ist es auch egal, wie viele Punkte der hatte, der ist raus dann. Oh, wie geil. Da freut man sich bestimmt. Genau. Das ist so ein Mechanismus. Gut, es ist natürlich, es fällt nicht vom Himmel. Du siehst jederzeit, wer wo auf der Leiste steht. Ne? Ja, und du kannst es ja auch steuern, denke ich mal. Ja, ja, klar, du hast natürlich auch Möglichkeiten, dem wieder entgegenzuwirken. Du musst dann, kannst natürlich sagen, hier, gut, dann fahre ich halt nicht an dem vorbei, ich möchte nicht auf dieser Leiste weiter, muss ich halt irgendwie meine Aktion anders managen, muss ich woanders langfahren, muss den Umweg fahren, muss mehr Geld dafür bezahlen. Ja. Ja. Also es ist halt so, durchaus vom Fußabdruck des Brettes eher kleineres Spielchen so, ne? Also wirkt jetzt nicht überladen alles. Fand ich halt eine ganz nette Idee so. Also ist auch, glaube ich, was für zwischendurch. Könnte ich mir ganz nett vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell es sich spielt. Das ist natürlich entscheidend. Das ist so ein Spiel, das sollte sich hoffentlich dann einigermaßen schnell spielen. Ja, hoffe ich doch. Also gerade wenn es so quasi ja... Ja, du hast eine Player-Elimination, die aber erst am Ende des Spiels... Aber ich finde es dennoch bitter. Das ist bitter, klar. Aber dann hast du halt schlecht dein Spiel gemacht, ne? Gibt es irgendwie auch die Möglichkeit, dass gar keiner da voranschreitet und alle dann dennoch gepunktet haben, oder? Ich meine, ohne Anspruch, dass ich das hundertprozentig richtig sage, ich meine, es ist so, dass tatsächlich immer der am weitesten hinten auf der Leiste steht, den er beschützt dann. Ich glaube nicht, dass es... Ich meine mich nicht zu entsinnen, dass es da irgendwo eine Mindestzahl gab. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Okay, das ist ein ganz großer Minuspunkt für mich. Also das wird, glaube ich, für sehr viel Frust sorgen, so ein Spiel. Wo bist du denn mittlerweile bei deinen Verlagen? Das nächste wäre mit H. H. Dann hau raus. Ja. Hau das H raus. H. Hans im Glück. Hans im Glück. Hans im Glück. Paleo. Ein kooperatives Spiel in der Steinzeit. Steinzeit ist nebenbei, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ein Thema, was ich auch immer ziemlich cool finde, weil es für mich auch noch relativ unverbraucht ist. Normalerweise bin ich halt immer eher so ein Fan, so Zivilisationsaufbau und dann so ab Steinzeit, dass man also wirklich so eher in die Richtung geht. Ich fand es aber jetzt in dem Fall auch ganz witzig, weil man halt so gefühlt ist das so ein bisschen, könnte das so ein bisschen Richtung hier... Prehistory? Wie heißt es denn? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Ja, also du hast auch so Orte, die du entdecken musst. Du weißt vorher nicht genau, was dich da erwartet. Werde ich da Nahrung finden? Werde ich da keine Nahrung finden? Gibt es da irgendwelche Gefahren, die lauern? Man muss, habe ich erwähnt, kooperativ, ne? Also man muss halt seine Leute nachher auch versorgen mit Lebensmitteln. Man muss neue Sachen erfinden und so. Okay, da hätte ich mir das ja vielleicht doch näher angucken sollen. Das klingt ja ganz interessant. Ne? Ob es jetzt wirklich, also das, ob das jetzt wirklich so Richtung... Es geht ja erstmal nur um den Aspekt, gemeinsam irgendwie entdecken, Nahrung suchen und genau. So weiter. Darauf können wir uns einigen, das ist auf jeden Fall drin. Wie sehr das dann nachher wirklich wie Robinson Crusoe sich spielt und anfühlt, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nicht. Das war jetzt meine Assoziation, die ich so im Kopf hatte, mit dem ich das am ehesten vergleichen könnte. Gut, dann steige ich nochmal kurz mit Kids Table BG ein. Ach ja, genau. Das ist cool. Das ist das andere Spiel, wo es darum geht, Knochen auszugraben. Und ich bin mir sicher, ich habe das auch schon mal gesehen letztes Jahr. Ich weiß aber nicht, ob das eventuell nur eine Demo war oder so, aber das kam mir dann doch sehr bekannt vor. Für solche Spiele wurde damals der Name Ameritrash erfunden. Das ist so ein Gimmick-Spiel. Das ist, vielleicht kennt ihr das, habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht kennst du es, das ist das Ding, wo du wirklich ausgräbst, und zwar wirklich ausgräbst. Das heißt, du hast so eine Plastikbox, wo halt Knochen drin sind, die dann halt so gemischt werden, dann kommen da halt Steinchen drauf, die man nachher abtragen muss. Da muss man mit so einer kleinen Pinzette nachher die Knochen da rausholen. Ja. Das klingt eher so nach Kinderspiel. Das ist Kids Table Board Games. Ja? Das ist, der Name sagt, das ist definitiv ein eher Familienspiel.
Aber halt super cooles Gimmick eigentlich. Also es sieht echt schön aus. Ich mag sowas durchaus. Also der Mary Trash ist ja ursprünglich erfunden worden für Spiele, die halt sich nur darauf fixiert haben, irgendein komisches Plastikgimmick drin zu haben. Jagd nach dem blutroten Rubin oder irgendwie so ein Kram. Hauptsache mal irgendwas, wo was Großes aus Plastik ist, wo was sich bewegt, wo was passiert und sagt, dann ist es ein tolles Spiel. In dem Fall ist es halt ein Set-Collection-Spiel. Grundsolide, ne, mit einer schönen Optik, halt mit dem netten Nebeneffekt. Es ist halt irgendwie lustig, wenn man dann halt auch mal mit den Pinzetten dann wirklich diese Knochen da rausholt und so. Ne? Ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass du die fischen musst oder so. Es ist halt nur so, du kommst halt mit den Fingern da nicht rein. Und es macht ja Sinn, dass du ein Archäologe bist, dass du dann so ein bisschen da so das Gefühl hast, du würdest ernsthaft was ausgraben. Kann ich tatsächlich dann jetzt... Ja, bitte, mach doch. Endlich. Ich habe das nämlich auch. Ja, Anno. Ja. Anno 1800. Exakt. Ja, das ist die Umsetzung des Videospiels. Mhm. Ohne Kampf, wie ich mir das so reingetan habe. Aber ansonsten sehr viele Elemente drin. Man baut sein Tableau aus, man wertet seine Bevölkerung auf. Also vom Bauer, ich weiß, 5 Schritte, Bauer, Handwerker, ja, ich weiß es nicht. Bis zum Investor quasi. Ja, dann. Also, ja, die Arbeiter führen halt auf den einzelnen Gebäuden, die man da bauen kann, halt Aktionen aus. Und man kann dann auch seine Flotte aussenden, um dann neue Teile zu entdecken. Das heißt, quasi sein Tableau vergrößern oder aber... genau, alte Welt ist zum Tableau vergrößern, neue, da gibt es dann halt exotische Rohstoffe. Genau. Und ja, Zivilisationsaufbauspiel, friedlich, dennoch eben nicht kooperativ, sondern ja, natürlich will jeder der Beste sein beim Ausbau seiner Sachen, finde ich auf jeden Fall spannend. Zieht sicherlich bei einigen Leuten auch allein wegen des Titels, ist ja auch mal so eine Überlegung. War tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich sofort erstmal drüber gestolpert bin. Ja, ich auch, muss ich ja sagen. Also. Dann habe ich erst gesehen, dass es von Martin Wallace ist. Da war ich erst abgeschreckt, weil ich eigentlich kein großer Fan von den Spielen von dem bin. Ich weiß, Brass ist von dem, das ist ein gutes Spiel. Von dem ist aber auch Australien. Das war ein totaler Griff ins Klo aus meiner Sicht. Ja, das hat so... Du warst gespalten. Du mochtest es eigentlich grundsätzlich, hattest halt ein paar Probleme an gewissen Stellen, so mit Balance und so, ne? Ich fand es halt schon kein gutes Spiel. Ich fand es halt vom ganzen Ablauf her nicht wirklich schön. Hätte man anders machen können. Man hätte viele Dinge ohne Probleme leichter lösen können. Auch, dass die Truppen immer zurückfahren und so. Warum? Ja, ich fand es halt vom... Also das meine ich jetzt tatsächlich gar nicht in meiner Fenrir-typischen Art und Weise. Ich dachte jetzt so als frischer Vater und so bin ich ja auch mal... Habe ich so ein bisschen milde Sicht auf die Welt. Aber in dem Fall muss ich sagen, das finde ich halt einfach vom Design her... nicht gut gelöst. Also da finde ich, hat er für mich jetzt nicht sich als besonders guter Designer herausgestellt. Ja gut, kann man ja so sehen. Aber Australien ist ja jetzt auch schon alter Hut. Genau. Insofern, wir gucken gespannt auf Anno. Ja, ich bin auch, was mich ein bisschen gewundert hat, habe ich auch gelesen, dass da auch durchaus die ein oder andere kritische Nachfrage im BGG-Forum schon stattgefunden hat. Für Kosmos-Verhältnisse ist es sauteuer. Weil Sternfahrer war auch schon relativ teuer, ne? Ja, okay, das hat auch diese Sternfahrer ist halt dieses überproduzierte Ding letztendlich, ne? Das war ja schon, das war schon, als das erstmalig rauskam, vergleichsweise teuer für die Verhältnisse. In dem Fall ist es halt, dafür, dass es ja, das hat ja jetzt nichts Besonderes, das Spiel so. Es hat wahrscheinlich einiges an Material, was man so sieht, das sind schon einige Plättchen, die ja halt auch drin sind. Kosmos-typisch natürlich jetzt auch grundsolide, ne? Also Kosmos kann man eigentlich nie nachsagen, dass die schlechtes Material benutzen würden. Aber die sind ja doch eher so in... Also normalerweise ist es immer so, wenn ich sehe, von Kosmos bin ich mal froh, weil dann weiß ich, es wird eher günstiger. Ne? Weil Kosmos ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie 60 Euro für ein Spiel aufrufen normalerweise. Hier tun sie es. Ja. Und es ist... Die Theorie ist, dass es... Weil Kosmos ja auch jetzt eher so auf der seichteren Seite der Spiele unterwegs ist. Also die machen jetzt eigentlich eher nicht so Heavy Euros oder so. Das scheint auch eher so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Heavy Euro, aber es ist kein Familienspiel. Ein Familienspiel ist es definitiv nicht. Wer weiß, vielleicht ist Kosmos, wollen die ihren Horizont ein bisschen erweitern, wollen auch in etwa so für viel Spieler noch so eine Schiene reinbringen. Oder es ist einfach nur wegen der Lizenz, das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich eine Sache, die ich jetzt so angebracht hätte. Also klar, dass man da eventuell auch mehr Kosten hat. Oder aber, klar, wenn es halt ein spezielles, also ein Spiel für eine spezielle Zielgruppe ist,
dann sind die vielleicht auch bereit, eher diesen Preis zu zahlen, als jetzt hier die Familie, die sich mal einfach so hier bei Galeria Kaufhof mal bedient, so einmal im Monat. Insofern spannend wird die Frage, ob das dann bei beim Lebensmittel-Supermarkt dann in dem Spielregal steht, weil es von Kosmos ist. Wahrscheinlich eher, aber weiß ich nicht. Die haben ja auch ganz, wenn der Kontakt erstmal da ist, aber die gucken natürlich auch, was die verkaufen können und das nimmt man nicht mal eben so mit. Ich habe aber noch ein paar mehr Sachen von Kosmos. Ja, dann hau rein. Ja, oder raus, ne? Katan Sternfahrer kriegt natürlich auch die Erweiterung, die ich schon damals hatte und die ich mir auch jetzt holen werde. 5 bis 6 Spieler plus halt das wandernde Volk, das man dann eben auch besuchen kann. Und jetzt dann, ich weiß nicht, ob es dann auch schon im Ursprungsversion gab, dass immer 2 gleichzeitig dran sind. Nee. Das soll halt den Spielfluss bei der großen Spielerzahl ein bisschen fluffiger gestalten. Finde ich interessant. Ich weiß nicht mehr, wie das bei Sternfahrer war. Bei Siedler war es so, bei 5 und 6 Spielern, dass zumindest jeder immer bauen durfte. Ne? Weil das ja sonst ewig ein bisschen wieder dran bist und dann hast du ja immer zu viele Karten auf der Hand und so. Ne? Ja, also das höre ich zum ersten Mal. Das ist jetzt nicht so die riesengroße Sache. Das ist halt für mich das Liebhaber-Ding von früher und das hole ich mir dann neu. Und ich denke, das ist auch ein Spiel, das durchaus mal in einer größeren Runde auf den Tisch kommen kann, weil es dann eben ja sehr seicht ist. Und das gefällt auch relativ vielen. Ich finde auch, das macht auch insofern Sinn, weil es lebt ja auch ein bisschen von der Interaktion der Spieler untereinander, dass man da auch wirklich mal handelt und so. Und je mehr Leute mitspielen, umso wahrscheinlicher wird es, dass man auch mal mit jemandem handeln kann und so. Ne? Genau. Also alles in allem grundsolides Spiel. Natürlich relativ teuer, ist klar. Aber gut, aber ist natürlich auch vom Produktionswert steckt da einfach was hinter. Ne? Ja. Das ist schon ein schönes Spiel. Noch mehr Kosmos? Ja. Oh. Trommelwirbel. Ja, tatsächlich aber nur eine Erwähnung, die ich jetzt mir nicht holen werde. Aber Herr der Ringe wird tatsächlich neu aufgelegt. Das habe ich auch gesehen, ja. Das fand ich sehr überraschend. Da war ich auch fasziniert. Das erste kooperative Spiel, das ich gespielt habe, glaube ich. Ja, steht auch irgendwo noch hier, ne? Also es wird jetzt eine ganz wertvolle Sammlerauflage. Das ganz alte Herr der Ringe. Oh, war lustig damals. Ja, also das Material ist echt zum Fürchten. Also von dem Design her, also das passt total nicht so wirklich zusammen. Also ich habe wirklich eine ganz alte. Also die haben hinterher nochmal nachgelegt, dann die Sachen optisch verbessert. Aber die ersten Marker, dennoch war das Spiel okay. Also es ist halt im Prinzip auch nur ein Handkartenmanagement. Ja. Man kriegt Karten und entscheidet sich, an welcher Stelle man welche Karte abschmeißt. Hatte das jetzt irgendwie Jubiläum oder so? Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum sie das gerade das neu auflegen. Weil, gut, Herr der Ringe ist jetzt so ein Thema, das ist mittlerweile fast ein Universalding. Das geht eigentlich immer grundsätzlich, aber ist ja jetzt nichts irgendwie, dass jetzt ein neues Buch auf den Markt gekommen wäre oder so, ne? Das ist ja oft so ein Grund, warum dann irgendwelche Lizenzen ausgegraben werden, wenn dann ein neuer Film kommt zu dem Thema oder sowas, ne? In dem Fall ist es ja einfach, es war halt das erste oder mit eins der ersten Koops, die es gab, aber es hat ja jetzt auch nichts Besonderes groß so, ne? Also ich weiß nicht, ob es das erste Koop war, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass es das erste, das ich das gespielt habe. Da habe ich das Prinzip kennengelernt auch, ja. Ja, ne? Aber interessanterweise, das ist noch vor Pandemic so. Ja, deutlich davor, ne? Also gefühlt deutlich davor. Gefühlt? Wann kam das denn? Gefühlte Wahrheiten. Genau. Ach Gott. 2000, das ist tatsächlich dann wohl auch ein Jubiläum. Das könnte vielleicht ein Grund sein. Ja, warum auch nicht? Ja, dann wäre ich beim Flügelpferd insofern. Beim Flügelpferd habe ich nichts, dann leg mal los. Okay, Amata Strigoi. Gesundheit. Genau. Das haben wir auch schon auf der Spiel gesehen, tatsächlich, bei einem anderen Verlag. Also das bringt Pegasus jetzt halt raus. Nicht, das hast du doch wahrgenommen. Sagt mir gar nicht. Der große Kampf Werwölfe gegen Vampire. Habe ich nicht mehr im Schirm. Riesige Banner am Strand, also am Stand und so. Hat mich offensichtlich tief berührt, dieses Spiel. Ich dachte, das wäre so genau deine Thematik. So, ja, man als Werwolf, Team, Rudel, wie auch immer, kämpft man halt gegen Vampire. Ist halt so ein eher klopperiges, trashigeres Spiel.
Ist einfach nur die Thematik, die mich anspricht. Und insofern gucke ich es mir mal an. Wahrscheinlich werde ich es mir auch holen. Coole Werwolf-Miniaturen und so. Ist eigentlich interessant, wie das Spiel null, aber ich werde es mir holen. Ja. Also sagen wir so, das Thema bin ich dabei, klar. Werwölfe und gib ihm, aber habe ich jetzt gerade echt nicht mehr am Schirm gehabt. Also habe ich jetzt auch, wo du sagst, nach wie vor kein Bild vor Augen. Ja, dann als nächstes Detective Erste Fälle. Ist auch so eine Sache, wo ich mir so denke, fände ich schon geil. Aber wahrscheinlich wird es wieder, also wir sind ja noch nicht mal mit dem ersten Detective durch. Das scheitert immer daran, dass irgendwann die Mitspieler dann sagen, jetzt würde ich doch lieber was anderes machen. Insofern, ja, vielleicht habe ich nicht die richtige Runde dafür. Ich finde das ja eigentlich super toll, aber irgendwie fluppt das nicht. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Das soll ja jetzt aber tatsächlich kein Kampagnending sein, sondern eher so Einzelfälle, so wie ich es verstanden habe. Und das wäre ja nochmal ein Pluspunkt dafür, dass man sich wirklich einfach nur mal dahinsetzt. Und eben nicht dann 5 oder 6 oder sonst wie viele Fälle hintereinander dann lösen muss. Also nicht an einem Abend, aber als Kampagne darf man doch irgendwie, da darf ja auch nicht so viel Zeit dazwischen liegen und dann wäre so eine Einzelgeschichte, finde ich ja immer schön. Also ich weiß ja nicht, wir hatten ja mal auch sowas gespielt mit unserer Runde. Nicht Detective, aber solche Deduktionsspiele, wo man irgendwie sowas herausfindet. Oder zum Beispiel auch hier Time Stories oder sowas ist ja auch, ne? Also das ist überhaupt nichts, wo ich jetzt, also wenn jetzt die Runde spielen will, dann will ich kein Spielverderber sein und spiel's mit, aber so richtig Spaß macht mir sowas nicht. Ja, das ist ja schon jetzt wirklich ein Extremfall, also Detective ist ja wirklich sehr viel mit, ich sag mal, wirklich Detektivarbeit. Oh, ich finde Detektive total doof. Außer es sind 3. Genau. Ja, das ist, du musst halt wirklich Hinweise finden. Also extremer war es, glaube ich, noch bei diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, Detective Stories, das ist halt ein ganz anderer Verlag. Ich weiß auch nicht mehr, so diese Boxen, wo du einfach nur Material kriegst. Für mich ist das alles mit einer, das ist Sherlock Holmes Detective, Chronicles und wie das alles heißt. Das ist für mich immer so diese Abteilung, jo, ist ein Deduktionsspiel. Chronicles of Crime. Danke dafür, ne? Ja, also die Reihe gefällt mir tatsächlich sehr gut. Sicherlich gibt es da noch andere, die auch sehr gut sind. Das gucke ich mir näher an. Ja, dann wiederum eine Erwähnung. Hansa Teutonica wird auch neu aufgelegt. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Hast dich richtig gefreut. Ne? Bei Hansa Teutonica habe ich mich richtig... Bei dem anderen habe ich mich mehr gefreut. ja, Hansa Teutonica ist für mich auch ein Rätsel, warum das Spiel irgendwie einen gewissen Fußabdruck hinterlassen hat. Das ist... Ich werde es mir tatsächlich wahrscheinlich holen. Ich mag das Spiel, ja. Ich habe nur leider niemanden, der diese Meinung teilt in meinem Bekanntenkreis. Und deswegen, ja, weiß ich, ist das rausgeschmissenes Geld, aber ist dann nochmal neuer, ein bisschen schöner. Das ist selbst mir zu trocken. Ich finde das eigentlich verdammt gut. Also du kannst dein Tableau aufwerten und so. Du platzierst einfach Würfelchen. Ich weiß gar nicht mehr, was war nochmal? Also ich mochte den Kernmechanismus nicht von dem Spiel. Du hast halt eine gewisse einen Vorrat an deinen Händlern, die du dann platzierst. Und dann machst du irgendwann mal Strecken voll. Und dann, wenn eine Strecke voll ist, kommen die wieder zurück. Genau, das war's. Ja, ja. Und dann darfst du eventuell irgendwas machen. Ja. Oder dein Tableau aufwerten oder andere Dinge. Genau, ja. Und durch das Aufwerten kriegst du eventuell auch mehr Händler in deinen Vorrat und so weiter. Ja, ja, ich entsinne mich dunkel, ja, ja. Ja, ja, genau. Also mir gefällt's. Ich hätte dann irgendwann gesagt, Hauptsache ich kann irgendwie in Duisburgum da mein Konto hinsetzen. Ja. Und alles andere war mir dann irgendwann egal. Ja. Dann das nächste von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer dürfte das sein, das Renature, ne? Müsste sein. Ich hatte... Das Problem ist nämlich, dass ich hier irgendwie tatsächlich mal unterbrochen wurde und den Punkt auf der Liste... Leider nicht so komplett. Also es hat mich wegen des Themas einfach tierisch interessiert. Genau, das war auch für mich der Grund. Die Namen kennt man auch. Bei mir ist es, wieso habe ich keine Pegasus-Sachen drauf? Ich hatte bei Pegasus auch so ein paar Sachen, wo ich dachte... Du sagst du immer, ja, bei Pegasus interessiert dich nicht oder im Zweifelsfall kriegst du sowieso nächstes Jahr billiger. Pegasus ist so ein Verlag, wo ich normalerweise eher selten was kaufen würde zum Neupreis. So, weil Pegasus ist für mich so ein Verlag... Also, die meisten Sachen bei Pegasus habe ich gefühlt immer danach für die Hälfte des Preises irgendwo im Angebot gesehen. Mindestens bei irgendwelchen Online-Händlern. Was jetzt auch nicht böse gemeint ist, das heißt gar nicht mal, dass sie schlecht sind. Pegasus ist halt ein Verlag, die produzieren ordentlich. Die machen jetzt nicht irgendwie so Spielchen mit, wir verknappen jetzt künstlich irgendwie unser Angebot oder so, sondern
die haben das Spiel halt dann ordentlich lieferbar. Und irgendwann ist dann halt der Moment gekommen, wo die Leute sagen, jo, jetzt haben wir aber auch alle, die es haben wollten, haben's. Und die Händler sagen dann, ja, wir haben aber noch 100 Stück davon rumfliegen, die müssen jetzt auch noch raus. Ne? Das ist halt immer die Kehrseite der Medaille, wenn man die Nachfrage voll bedient und sogar ein paar mehr noch in der Hinterhand hat. Ja, aber kann ja nicht schaden. Also es gibt ja etliche Spiele, die man vielleicht nicht zum Vollpreis haben muss, aber die man dann doch noch mitnimmt und so. Also ich finde Pegasus super als Verlag. Ich hab persönlich relativ wenig von Pegasus. Pegasus ist nicht unbedingt ein Verlag, den ich jetzt, also nur weil das von Pegasus ist, ist jetzt bei mir kein, breche ich nicht in Euphorie aus. Ich habe aber auch nichts dagegen. Also ist jetzt nicht, ich habe andere Verlage, wo ich so sage, oh Gott, nee, nicht von denen. Ne? Pegasus ist ein Verlag, der bei mir eigentlich komplett emotionslos läuft. Ja, dann noch eine Sache, die jetzt zu Spiel nicht kommen wird, aber von Pegasus ist und auch eine Neuheit. Zählt das von der... Nee, ist eine Neuheit, das nee, egal. Auf jeden Fall, es ist ja im Prinzip auch keine Neuheit, sondern einfach nur eine Lokalisierung. Und zwar Seventh Continent wird von Pegasus dann rausgebracht in einer abgespeckten Version mit 3 Flüchen. Ist dann halt auch ein Abenteuerspiel, was dich nicht so sehr interessiert, was über diesen Kartenmechanismus ja, funktioniert, wo man dann eben was entdeckt, erkundet und Rätsel löst und Aufgaben meistert. Also, finde ich faszinierend. Ich bin beim Kickstarter nicht dabei gewesen, weil ich eben nur ganz, ja, im ganz engen Rahmen Kickstartere überhaupt. Ja, aber jetzt nehme ich es mit. Warum nicht? Gerade auf Deutsch. Wenn es jetzt beim Orning Verlag kommt, warum nicht? Ne? Klar. Ich hatte so ein bisschen, das Spiel selber ist mir natürlich bekannt. Ich habe so rausgehört, dass es eher was für Solospieler ist, wirklich. Also, ne, das ist nicht unbedingt ein Spiel, was man mit mehreren kommt. Ja, es ist prädestiniert dafür, auch eine schöne Videoreihe zu machen oder so. Ne? Liest sich alles durchaus spannend. Für mich ist dann immer die Frage, weil zumindest der Kickstarter war ja auch so ein typischer Kickstarter. Ne? Hier, gib uns all dein Geld. Du kriegst auch wahnsinnig viel Zeug dafür zurück, aber vor allen Dingen wollen wir erstmal all dein Geld haben. Am besten verkaufst du noch Haus und Hof und dann wollen wir noch mehr Geld von dir haben. Ja. Da denke ich mir immer, yo, ich kann für einen Bruchteil des Geldes, wenn ich es eh solo spiele, kann ich mir ein PC-Spiel anlachen, was nochmal 1000-mal mehr Sachen kann. Ist immer so mein Problem bei dieser Art Spiel, weil ich mir denke, da ist für mich dann, da hört der Sinn eines Brettspiels irgendwo so leicht auf, wo ich denke, das kann ich mit anderen Medien besser darstellen als mit einem Brettspiel. Oh, ich finde es da tatsächlich auch spannend zu sehen, wie eben diese ja durchaus beschränkte Form des Mediums analoges Spiel dann solche Sachen doch umsetzen kann. Natürlich ist es gar kein Problem, irgendwie ein Adventure oder sonst was am PC zu programmieren, wo du dann Orte erkundest und interagierst. Aber das Ganze dann mit Karten oder da wie bei Tainted Grail mit einem Buch und so zu lösen. Ich finde ja immer bei diesen Büchern, das ist nämlich immer noch der Punkt, wo ich denke, das wäre doch so viel eleganter, wenn ich das solo spiele, wenn das also mindestens auf einem Tablet laufen würde dann als Zusatzding. Ich finde das einfach schön. Ich finde das schön tatsächlich. Ich mag ja auch Spielebücher, die sind ja, auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, das ist tatsächlich so. Das wirkt mittlerweile sehr antiquiert. Ne? Für mich, auch mich zumindest. Ja, klar. Also es ist einfach... Hat halt einen eigenen Charme. Ne? Genau, es ist eine schöne Sache und ich spiele ja auch Videospiele. Insofern ist es nicht entweder oder. Man kann beides genießen. Ja. Flügelpferd war durch. Jo. So, jetzt muss ich einmal kurz selber hier meine Liste zaubern, weil ich da einen... Genau, der kommt dann nämlich KL, genau. Ich hätte als nächstes was mit L. Das wäre viel früher als Pegasus. Tatsächlich? Wir sind schon bei Pegasus, ne? Bei mir war es jetzt Kosmos, deswegen... Stimmt, ich schiebe das mal eben ein. Ich weiß nämlich nicht warum, das war auf der BGG-Liste nicht drauf. Ein Frevel sondergleichen. Ich weiß nicht, nach meiner Information müsste aber eigentlich kommen. Lookout, Hallertau. Nicht gesehen. Sagt dir das was? Nein. Dir sagt Hallertau nichts. Kennt man nicht Hallertau auf der Liste. Hallertau, das ist tatsächlich auch eins der Spiele, die ich mit größtem Interesse entgegenfiebere. Der neue Rosenberg. Und zwar mal wieder ein richtiger Rosenberg. Ach. Das ließ sich so eine. Das könnte fast schon in Richtung hier à la Erde gehen. Das ist so Heavy Zero. Drei Felder Wirtschaft und Worker Placement und ich hoffe einfach mal Uwe at its best. Landwirtschaft und Worker Placer hat er noch nie gemacht. Hat er noch nie gemacht, ne? Nein, aber es ist quasi
wenn ich das, wenn man es mal so ein bisschen nostalgisch sieht, das ist quasi seine Rückkehr zu den Wurzeln und mit neuer Erfahrung nochmal aus allem das Beste rausholen. So in etwa liest sich das. Okay, da ich jetzt in letzter Zeit nicht so begeistert war von seinen Spielen. Ich auch überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen. Also die, alles, was irgendwie mit diesem Teilchenlegen zu tun hatte, sei es als reiner Teilchenlegemechanismus hier, Cottage Garden und wie immer das andere da hieß, mit dem Herbst da, dieses Spring, weiß ich nicht, keine Ahnung. Fest für Odin, ich habe es jetzt mal solo angefangen zu spielen. Ich habe kein ganzes Spiel durchgehalten, weil ich den Mechanismus auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Das wirkte auf mich irgendwie so fremd wie nur irgendwas. Ne? Das kam, da kam kein Feeling auf. Deswegen bin ich gespannt. Und dann haben wir ja auch noch die Nussfjord und wie sie alle hießen, die alle so, das wirkte so auf mich so halbgar. Das war ein, ich habe noch so ein halbes Spiel in der Schublade irgendwo. Ne? Das scheint tatsächlich, das dürfte so Agricola Caverna, so die Größenordnung sein. Ja gut, dann... Da bin ich also sehr gespannt. Vielleicht kann ich mich aussöhnen. Ich glaube, das könnte ein Titel dafür sein, ja? Gut, das ist doch schön. Ja, Rio Grande Games, Beyond the Sun. The vor allen Dingen, wie der Deutsche sagen würde. The Sun. The Sun. I think... ja, nochmal ganz ruhig jetzt. Volle Konzentration. Beyond the Sun. Ein Sci-Fi-Spiel hat mich so ganz marginal an Eclipse erinnert. Marginal? Fünf Stufen kleiner. Also man hat halt vor allen Dingen einen Tech-Tree, einen großen, der auch jedes Mal so variabel aufgebaut wird. Also nur die Starttechnologien sind vorgegeben. Die anderen werden gemischt und dann, je nachdem, also die werden quasi nur so gemischt, wo sie auf dem Tableau liegen. Da gibt es halt vier Klassen für Entwicklung, ne? Also irgendwie, ich sag mal, Bergbau, Wirtschaft, solche Sachen, ne? Dann wird halt daraus dann der Baum aufgebaut. Dann der Erste, der jetzt eine Stufe 2-Technologie erfindet an einer bestimmten Stelle im Baum, der guckt dann halt so lange von oben durch, bis er was findet, was dann farblich zu dem passt. Die Vorgängertechnologie. Und darf dann, also der darf zwei aussuchen, davon darf er eine dann wählen, die er dann in Tech Tree einbaut. Die anderen können das natürlich auch alle nachträglich auch noch für sich erfinden und dann auch die Fähigkeiten nutzen. Genau, das Ganze ist ein Worker-Placer. Die meisten Technologien haben dann nämlich auch Einsatzfelder für die Worker, die dann irgendwas Besonderes machen. Und das ist eigentlich auch der Kernpunkt des ganzen Spiels. Also wenn das Brett, sagen wir mal, so groß ist, ist der Tech Tree ungefähr das hier. Also man sieht schon, wo der Fokus drauf liegt. Es gibt da natürlich auch noch einen kleinen Area-Control-Mechanismus, klein am Rand, wo dann halt dann fremde Planetensysteme besiedelt werden. Auch klassisch dann wie bei Eclipse, man hat dann auch auf seinem Playerboard dann so Scheiben, die dann Bevölkerung und Produktion sind und die kann man halt auch dann da platzieren. Schaltet dann damit halt entsprechend mehr frei auf der Leiste. Nichts groß Neues. Was halt das Ganze, Fokus halt klar dieser Tech-Tree, auch dieser variable Aufbau davon, das ist halt das Spektakuläre. Und das Ganze halt im Vergleich zu Eclipse deutlich kleiner, aber natürlich demnach auch schneller und zugänglicher. Ja. Also durchaus ein Spiel, was ich mir nochmal angucken wollte. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, ganz ehrlich. Ich fand halt den Tech-Tree irgendwie witzig. Es könnte sein, dass das Spiel selber vielleicht doch ein bisschen... Ich glaube, es sieht dann spektakulärer aus, als es im Zweifel eventuell ist. Ja, das haben ja viele das Problem. Ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, ob das, was ich gesehen hatte, ob das die finale Produktion war oder ein Prototyp. Weil die sahen doch noch sehr ausbaufähig aus, die Spielebretter und so. Da war noch relativ wenig Design drauf. Das wirkte alles noch so ein bisschen im wahrsten Sinne farblos. Aber ansonsten, klar auch, also ich glaube, das Thema an sich ist, die Menschheit ist gerade in die Phase eingetreten, dass sie interstellaren Raumflug beherrschen. Ne? Wir sind also so die ersten Pioniere, die dann halt in die großen Welten rausfliegen, um dann halt die Menschheit auszubreiten.
Genau, und jeder hat halt dann seine Fraktion, die er spielt, die dann halt auch wahlweise entweder alle gleich sind, mit minimalen Änderungen im Startaufbau, oder halt wirklich dann komplett eigene Sachen können mit komplett angepassten Boards. Die einen haben drei Leisten, die anderen nur zwei. Also wie man es von Eclipse zum Beispiel ja auch kennt. Ne? Diese zweiseitigen, ne? Entweder menschlich oder halt irgendwas total Abgefahrenes. Alienrassen. Ja, in dem Fall sind es dann halt keine Alienrassen, sondern halt spezielle Fraktionen der Erde. Denke ich mir. Ja, das ist so, ja. Wenn es von der Thematik her ist, dass man erstmal von der Erde aufbricht, das erste Mal und den Weltraum erkundet. Und ansonsten, ja, klar, hatte ich auch kurz angeguckt, so hundertprozentig überzeugt hat es mich nicht, aber würde ich auch auf jeden Fall mitspielen. Ja, das sind so die Dinger, wo man so davor und denkt, ja, es sieht nicht schlecht aus. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ich sage, boah, Hammer, habe ich noch nie gesehen, sowas, ne? Da käme es im Zweifel wirklich mal auf eine Testpartie an, wie viel Spaß das dann am Ende wirklich macht. Dann im Vergleich, vor allen Dingen, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt zunehmend, je länger ich das Hobby dann betreibe, je mehr Spiele sich zu Hause ansammeln. Klar, irgendwann kommt dann, wo man früher gesagt hat, ach komm, das ist witzig, das nehme ich mit. Und heute sagst du, ja, das ist witzig, aber ich habe schon 7 Spiele, die ungefähr alle dasselbe machen. Brauche ich das dann auch noch dabei? Kann das irgendwas besser oder ist es nur dasselbe in Grün, was dann halt dann am Ende nicht gespielt wird, weil wir eine bessere Alternative haben oder eben nicht. Jetzt der nächste Eintrag ist auch keine, also ist auf jeden Fall auch schon erhältlich. Es war gelistet unter Stonemaier Games. Ich hätte es im Nachhinein vielleicht besser bei Feuerland platziert, weil wenn wir es mir auf Deutsch holen, Pendulum. Ja, Feuerland hatte ja schon so eine Messe-Spezialaktion, dass sie halt so kleine Verkaufsaktionen hatten. Also war nichts weiter, außer dass sie halt besondere Angebote hatten. Da gab es das Pendulum auch schon auf Deutsch für ein paar Euro weniger, als es neu kosten soll eigentlich. Da habe ich lange mit mir gerungen und habe mich am Ende dann dagegen entschieden. Ich glaube, die Entscheidung wird auch nach wie vor immer noch so ausfallen. Ich bin aber immer noch interessiert an dem Ding. Also ich finde, also ich habe noch nicht ganz damit abgeschlossen. Ist ein Worker-Placer, erstaunlicherweise. Oh. Ein Echtzeit-Worker-Placer. Ja, genau, das war das. Da gibt es so Sanduhren, die an den Einsatzfeldern sind. Und wenn die abgelaufen sind, gibt es erst die Arbeiter zurück. Also, durchaus spannendes Konzept. Müsste man tatsächlich mal probieren, ob das dann wirklich Spaß macht. Mein Hauptproblem war aber, dass mich das auch... Also ich bin mittlerweile auf der Suche, gerade bei meinen Euros mag ich es dann doch, wenn sie irgendwie versuchen, ein Thema einzufangen. Also so ganz abstrakt soll es dann nicht sein. Bei dem Ding, das Thema hat mich irgendwie so, das war schon vom Thema her irgendwie komisch. Überhaupt nicht meins. Da würde es halt wirklich nur um einen reinen Mechanismus gehen und die Frage... Was ist denn das Thema? Ich hab's schon, irgendein Fantasy-Reich, der König ist tot und wir machen untereinander aus, wer der Nachfolger wird. Ich glaube, das ist das Thema. Klingt ja voll spannend. Das ist auch, habe ich noch nie gehört, sowas. Ich war ja schon raus, als ich Fantasy gelesen habe. Stand alles klar. Danke. Nicht dafür. Vielen Dank für nichts, liebe Stonemaier-Freunde. Nein, also der Worker-Mechanismus ist spannender Twist. Ich war ja auch versucht damals immer dieses Kitchen Rush. Das hat sich auch ganz gut entwickelt, glaube ich. Ich glaube, das ist ja nicht von Flügelpferd mittlerweile im Deutschen. Ne? Ich glaube schon. Das hat ja auch Sanduhren. Da macht es Sinn, weil es ein Koop ist. Ne? Dass man halt sagt, okay, wir müssen halt irgendwie das Essen vorbereiten, dann drehen wir die Sanduhr um und so. Ne? Wie das in einem kompetitiven Spiel abläuft. Ja, wobei ich mir jetzt so angekommen, dass bei Pendulum das nicht so hektisch ist. Und kann ja auch gar Kitchen Rush ist ja wirklich... Das kann ja auch gar nicht. Das muss ja auch irgendwie einen Faktor drin haben. Wahrscheinlich hast du auch eine Sanduhr für deinen Zug, denke ich mal. Keine Ahnung. Das Ganze mit den Sanduhren sowas von nicht angesprochen. Ja, ich weiß, dass es für dich ja sowieso überhaupt nichts ist eigentlich. Ne? Ich muss sagen, ich denke auch lieber so lange, wie ich möchte. Ich spiele in der Regel relativ schnell, zumindest in den größeren Runden, weil ich jetzt auch nicht mit meinem Denk ich neige dazu, wenn ich denke, dann denke ich in der Regel auch lange. Und da ich das dann nicht unbedingt der Gruppe antun möchte, spiele ich dann eher schnell, unüberlegt, als dann zu sehr drüber nachzudenken. Zu zweit ist dann noch was anderes. Wenn wir alleine spielen, ne, oder dann vielleicht zu dritt mit dem passenden Mitspieler, dann denke ich dann auch schon mal drüber nach, was ich da tue. Aber spätestens ab 4 Spieler spiele ich eigentlich nur noch aus dem Bauch raus.
Ich finde, ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden, wenn auch mein Zug irgendwie getimed ist, dass ich halt nicht ewig Zeit habe zum Überlegen, sondern halt nur eine Sanduhr lang. Jetzt auch nochmal so ein richtig spannender Titel, wie ich finde, von Strohmann Games, Flotilla. Den Namen finde ich immer noch komisch. Lässt mich irgendwie an alte Godzilla-Filme denken. Hat damit aber überhaupt gar nichts zu tun. Flotilla ist... Jedes Mal hier einen Namen. So. Der hat sich den ausgedacht. Ist ein von der Mechanik her ein Deckbilder. Wir spielen in einer postapokalyptischen Welt und die Welt ist quasi einfach nur ein riesiger Ozean mit einer übrig gebliebenen schwimmenden Stadt, Flotilla. So heißt die Stadt. Ja, genau. Wir spielen Leute, die mit ihren Booten rausfahren und in den Tiefen des Ozeans nach Dingen suchen, nach Rohstoffen, nach radioaktivem Abfall, den wir tunlichst nicht erwischen. Soweit so Standard, ne? Also man hat Hexfelder, die dann so aufgebaut, also auch wirklich so klassisch, ne? Exploring-mäßig, Hexfeld aufdecken, hinlegen, da tauchen, was rausholen und so weiter. Tableau ausbauen, mehr Schiffe bauen, sein Deck ausbauen. Dann kommt aber der Moment, du kannst jederzeit sagen, so, das war's für mich, ich wechsle die Seiten. Ich fahre jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr auf der, wie heißt die Seite? Moment, kann man den passenden Terminus benutzen. Auf der Sink-Side, sondern ich bin auf der Sky-Side. Dann drehst du dein ganzes Material um und fängst an, die Stadt auszubauen. Und das kannst du irgendwann machen, wann immer du möchtest oder auch nicht. Dann werden auch deine ganzen Hexfelder, die du eingesammelt hast, wieder eingesammelt und auf die Rückseite gedreht. Das ist dann eine Stadt, die du dann damit baust. Und der Clou ist halt, dass du halt da keine Ressourcen mehr bekommst, sondern dann die dann nur noch kaufen kannst. Oder hast sie halt vorher auf der Sink-Side entsprechend gesammelt. Ja, und du hast halt ne, die Entscheidung im Spiel, mache ich das? Wann mache ich das? Mache ich das überhaupt? Du kannst laut Aussagen des Designers ist es also möglich, du kannst in der ersten Runde wechseln und gewinnen, du kannst auch gar nicht wechseln und gewinnen oder irgendwas dazwischen tun. Fand ich doch einen sehr, sehr spannenden Twist, muss ich sagen. Ja, das klingt tatsächlich interessant. Also, da bin ich ja auch neugierig geworden, muss ich sagen. Habe ich es auch dann doch mal wieder geschafft, ja. Irgendwas in den Raum zu schmeißen, was mich dann doch auch interessiert. Ja, hast ja schon ein, zwei Sachen. Okay, einige, da wusste ich es vorher, also die kannte ich ja schon. Ja, habe ich jetzt nur mich eher auf dich verlassen. Aber das, ja, doch, klingt interessant. Habe ich jetzt auch tatsächlich überhaupt nicht bemerkt. Also. Ja, der Name ist auch merkwürdig. Ja, vielleicht schreckt er ab. Ja, ich habe... Flotilla? Flotilla. Also mit Doppel-L oder? Ja, ja. Flotilla. Also sagen wir mal so, sollte ich jemals in einer postapokalyptischen Situation in die Bredouille kommen, eine Stadt benennen zu müssen, selbst wenn ich schwimmen würde, würde ich sie nicht Flotilla nennen. Tja. Naja, sei es drum. Ich habe es nebenbei so gemacht mittlerweile. Gut, das eine ist immer das Boxcover, wenn es eins gibt. Das ist immer schon mal so ein erster Anhaltspunkt, ob das eventuell was sein könnte oder nicht. Mittlerweile, ich gucke immer auf die Mechanismen. Ich gucke erstmal, was macht das Spiel mechanisch mäßig, also von der Mechanik her. Wenn da steht Deckbuilder oder Worker Placer, dann kommt es auf die Auswahlliste. Egal, was sonst dabei steht. Ja, ansonsten halt ist das irgendwie, ist das Cover, also ist die Kunst auf der Box gut, ist klingt der Beschreibungstext thematisch irgendwie so, als wenn es irgendwas Spektakuläres für mich wäre. Da muss das Spiel schon irgendwie mich hart überzeugen können. Wenn nicht Deckbilder oder Worker Placer draufsteht. Ja, also ich glaube, ich gucke auch eher erstmal tatsächlich nach Titeln, die ich so anderswo schon gehört habe. Oder eben, weil es Erweiterungen sind oder sonst wie. Dann gucke ich tatsächlich nach Autoren und Verlagen. Wenn ich schon weiß, okay, hier von dem Verlag erwarte ich das und das, dann gucke ich dann eher, also mich bei dem erstmal um. Mechanismen kommen dann erst, tatsächlich. Also ist nicht so, dass ich das als erstes angucke. Nee, Verlag interessiert mich eigentlich tatsächlich dabei erstmal gar nicht. Ja, vielleicht gräbst du deswegen auch Dinge aus, wo ich gar nicht so genauer nachgucke. Lustigerweise lande ich bei diesen Listen auch nie bei den großen, ganz selten bei großen Verlagen.
Das einzige, der einzige Verlag, wo ich halt tatsächlich bewusst danach gucke, weil es der Verlag, sie sind zwei, sie werden Spielworks. Die beiden, die jetzt aber dieses Jahr von denen am Markt gekommen sind, haben mich jetzt nicht so geflasht. Und natürlich Splotter, die haben dieses Jahr nichts Neues. Also von daher, das wären die einzigen, wo ich wirklich bewusst wegen dem Verlag erstmal gucke. Ansonsten alles andere. Aber ich habe jetzt auch Feuerland. Doch Feuerland ist so ein Verlag, wo ich tatsächlich hin und wieder auch mal auf der Seite von denen einfach nur bin, um zu gucken, ob es von denen was Neues gibt. Weil ich weiß, bei Feuerland macht man selten was falsch. Ja. Also. Aber Feuerland ist abgebrannt. Ich bin immer noch bei Strohmann Games. Famosa T. Famosa T. Jo. Erstmal an sich auch nichts Spektakuläres. Ein ganz grundsolider Worker-Placer Industrieaufbau mit Industrie ist übertrieben. Wir produzieren Tee. Das Ganze hat auch, ist glaube ich auch eine Umsetzung von einem chinesischen, japanischen. Gott, ich bin da nicht so drin in der Sache. Ich glaube, Tee trinken beide Nationen gerne. es hat Schriftzeichen. Ich habe keine Ahnung, ob die chinesisch oder japanisch sind, weil ich da, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von habe. Es kommt aus dem asiatischen Raum und ist eine Umsetzung, jetzt halt quasi eine Übersetzung sozusagen. Hat auch entsprechend dann das Artwork dazu, das ganz passend ist. Es sieht sehr clean aus. Es ist, du sammelst Tee ein, verschiedene Sorten, grünen Tee, schwarzen Tee. Weiß nicht genau wie da. Also es gab glaube ich drei Würfelsorten da. Also sind dann halt grüne, braune und schwarze Cubes, die dann halt in der Produktionsstraße, da läuft dann halt ein Tee-Manager, Tee-Macher, der Tee-Master, der läuft dann halt durch die jeweilige Produktionsstraße durch und dabei werden halt Aktionen auch mal freigemacht und so. Und am Ende kommt halt Tee dabei raus, der verschiedene Qualitätsstufen haben kann und da gibt es dann halt Prestigepunkte und den ganzen Kram. Also ein ganz grundsolides Industry Manufacturing Worker Placement Game. Wow. Sind halt immer so Sachen, ich mag die grundsätzlich sehr gerne. Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwas Besonderes gegeben hätte, warum jetzt ausgerechnet das. Es war jetzt, glaube ich, dieses Jahr mit der eins der wenigen, die ich aus der Riege überhaupt gesehen habe, die da auf den Markt kamen und deswegen würde ich es mir allein schon angucken wollen. Ja, dann habe ich noch eins drauf, das ist auch, ja, ich sag's einfach mal, von Vesuvius Media Pacific Rails Incorporated. Das ist ein Worker-Placer, erstaunlicherweise. Wir bauen im pazifischen Raum der amerikanischen, des amerikanischen Kontinentes eine Schienenverbindung. Hurra. Punkt. Ja. Ist halt, ich mag tatsächlich solche Spiele. Wie gesagt, es ist ein Worker-Placer und wir bauen Schienen. Ich habe noch tatsächlich kein einziges Railroad-Spiel. Ich bin immer noch am Überlegen, ich wollte unbedingt mal eins haben. Eigentlich am liebsten ein 18XX, das ist definitiv kein 18XX, also nicht, dass da irgendwie falsche Irritationen aufkommen. Ne? Es gab doch auch das andere, Railroad Revolution. Da bin ich auch schon 100 Mal dran vorbeigelaufen, habe sogar schon mal für einen guten Rabatt gesehen, habe es mir dann doch nicht gekauft. Irgendeins davon muss ich mir mal ins Regal stellen. Du hast ja immerhin hier Russian Railroads. Ja, und Zug um Zug habe ich auch. Ja, mit Zug um Zug ist dann doch noch was anderes. Ne? Geringfügig. Ja. Geringfügig. Ja, dann gut. Und es ist tatsächlich so, Vesuvius Media ist so ein Verlag, ich weiß auch nicht warum, irgendwie. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie sich besonders hervorgetan hätten oder so, außer dass der Typ, ich weiß nicht, ob der Chef von denen ist, der Designer von Centauri Saga. Irgendwie ist der mir immer, wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn auf das Spiel treffe, geht mir so ein bisschen das Herz auf, dass da einer ist, der wirklich dermaßen engagiert bei der Sache ist, ne? Ja, tatsächlich, aber sonst sind deren Spiele ja jetzt nicht so riesig. Die Dwarf-Dinger, die fand ich jetzt eher so medi auch so. Ja, also die soll jetzt auch nicht so einen riesen Anspruch haben, denke ich. Mhm. Ja, und das würdest du jetzt sagen, ist schon gehobeneres Euro, oder? So, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Kann ich nicht zu sagen. Das ist halt so. Es hat Schienen, es hat Worker Placement, es ist von Vesuvius Media. Ich guck's mir mal an. Okay. Das war
wenn ich jetzt so Vortrag doch mehr als ich erwartet hätte. Ich hatte erst so gedacht, also es ist definitiv eine der kürzesten Listen, die ich bisher für die Spiele jemals gemacht habe. Also von dem, was du vorher erzählt hast, war sie doch ganz schön umfangreich, ne? Also, dass du hattest irgendwie gesagt, du hattest irgendwie 30 Titel und dann noch welche gestrichen und... Ja, es waren auch nur 20 oder so jetzt. Ja. Ich kann einfach so wahnsinnig viel reden, ohne dabei was zu erzählen. Die Erkenntnis. Ja, ich habe jetzt auch nicht... Dürfte um die 12 haben, mit einigen Erwähnungen noch, ne? Also die jetzt gar nicht mal so... Das ist ja am Ende auch wirklich so, wie jedes Jahr immer dieselben Kommentare zu meiner Liste. Natürlich ist das keine Aussage, dass die Spiele alle toll sind. Ich werde mir davon im Leben auch nicht alle holen, noch nicht mal die Hälfte. Es sind halt die Sachen, die bei mir irgendeinen Reflex ausgelöst haben, manchmal gar nicht unbedingt rational erklärbar, warum jetzt außer dieses Spiel und anderes vielleicht nicht. Das sind einfach die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, wo ich sage, das interessiert mich, die möchte ich mir angucken. Normalerweise wäre jetzt der Moment, das sind halt so meine Anhaltspunkte, wo ich sage, da möchte ich zumindest mal vorbeilaufen. Das ist dieses Jahr natürlich etwas anders. Ja, du kannst dir aber dennoch die Sachen angucken. Okay, jetzt. Ich weiß ja, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie genau das dann laufen wird. Ob die überhaupt alle irgendwelche Streams haben oder so, wo man sich das angucken kann. Ich lasse mich überraschen. Ja, also werden wir ja sehen. Wir wissen ja auch nicht, wie die ganze Sache im Endeffekt ablaufen wird, aber generell denke ich mal, dass es zumindest ein passables Ergebnis sein wird, also dass man sich durchaus informieren kann und es werden ja auch links und rechts dann ein paar Sachen angeboten. Ja, ich hoffe dennoch, nächstes Jahr gibt es dann wieder ein physisches Spiel und die digital vielleicht als Ergänzung dazu, das wäre ja auch noch eine Option. Aber digital ist besser als gar nichts, aber ist für mich auch kein ernsthafter Ersatz in irgendeiner Art und Weise. Ne? Genau. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Auf jeden Fall sehr vielen herzlichen Dank an die ganzen Unterstützer des Kanals. Ja, und dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Sachen sind, auf die ihr euch besonders freut. Oder kommentiert auch unsere Vorschläge, ob wir da irgendwie falsch liegen, eurer Meinung nach. Was haben wir Wichtiges vergessen? Das auch natürlich. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Freude beim Spiel.